Hallo meine lieben 1000 PS TV Zuschauer beim Alpen Masters 2019, die Naked Bike Klasse mit einem, ja, man muss es so sagen, richtig kleinen, netten Naked Bike von Triumph, die Street Triple S in der 660er Version, das heißt die A2 führerscheintaugliche Street Triple. Und ob es sich auszahlt, in dieser Klasse einen neuen oder einen anderen Motor als bei den anderen zu verbauen, das erfahrt ihr jetzt gleich. Also ob es sich auszahlt, ist natürlich relativ, weil die Street Triple S in der 660er Version zahlt sich insofern aus, dass sie sich eben für Führerschein-Neulinge oder A2-Führerscheinbesitzer auszahlt, weil mit unter 95 oder unter 96 PS kann man sie nun mal auf die 48 PS drosseln. Das heißt, man erweitert den Kreis der Kundschaft. Allerdings ist es eben nicht der 765er Motor der drei Geschwister, eben Street Triple S, R und RS, die dann auch in den Leistungsstufen sich immer mehr anheben von 113 auf 118 und 123 PS. Aber man hat hier einen 660er Motor verbaut. Es bleibt ein Reihen-Dreizylinder-Motor, der durch die geringere Hubraumzahl relativ quirlig ans Werk geht. Und klarerweise, um den Preis auch gering zu halten, fehlen hier natürlich coole Features, die bei den größeren Street Triple Modellen drinnen sind. Das RS Topmodell, naja gut, das ist natürlich über jeden Zweifel erhaben mit Öl ins Fahrwerk. Das haben wir da zwar nicht drinnen, aber es soll ja auch eine andere Kundschaft ansprechen. Und es ist beim Alpen Masters 2019 nicht nur dieses eine Bike, das getestet wird, sondern es werden noch 19 andere, also insgesamt 20 Bikes getestet, zu denen wir jeweils ein Video bringen und ein Video über das Alpen Masters Geschehen, über das Testen selbst. Das heißt 21 Videos, und diesbezüglich war es noch nie so wichtig, unseren 1000 PS YouTube-Kanal zu abonnieren, weil dann bekommt ihr alle Videos, wenn sie online gehen, Freihaus geliefert. Müsst euch nicht darum kümmern, die irgendwie zusammenzukratzen. Ah, eins habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nein, ihr bekommt sie geliefert und müsst auch nichts dafür zahlen. Also insofern zahlt es sich schon aus, diesen Kanal zu abonnieren, um nämlich auch von den anderen 19 Testbikes, nicht nur von der Street Triple S660, die Eindrücke der Motorradtester einzufangen, die ja noch penetranter als ich beim Testen sind, die ja noch akribischer sind. Das zeichnet sie aus. Und wie die Burschen und Mädels von Motorrad, von der deutschen Fachzeitschrift, die Street Triple S in der kleinsten Variante mit dem 660er Motor finden, das erfahrt ihr jetzt. Und wieder mal das stylische Trio. Ich hoffe, ihr seht hinter dem rot-schwarzen Motor die Eva mit ein bisschen Rot, viel Schwarz, ich auch, viel Schwarz, ein bisschen Rot, er auch, der Peter. Wir sind aber nicht nur stylisch, sondern ich habe hier die knallharten Tester neben mir. Peter vor allem, der super knallharte Testchef beim Alpen Masters 2019, wo eben die Triumph Street Triple S660 dabei ist. Und das 660 ist eigentlich was Besonderes, gell? Ja, das ist was Besonderes. Wir haben ja hier diese Mittelklasse auf 95 PS beschränkt. Das heißt, wir haben nur die 95 PS Versionen. Das sind in der Regel dann die gedrosselten Versionen der stärkeren Mittelklasse-Nakeds. Damit man sie dann auf die 48 A2 PS runtermachen darf. Korrekt, das ist der Hintergrund, warum diese Motorräder 95 PS haben. Im Falle von Triumph ist es so, dass eben dieses Motorrad nicht auf dem neuen 765, nicht auf dem alten 675er Motor basiert, sondern eben auf dem neuen 765er, der dann aber heruntergebüxt wurde auf weniger Hubraum. Kurze Unterbrechung, runtergebüxt ist ein leiwandes Wort. Also manchmal habt ihr Deutschen auch coole Wörter. Leiwande Wörter. Ich glaube, ihr habt leiwandere Wörter in Österreich. Naja, aber runtergebüxt gefällt mir jedenfalls. Tatsächlich auf die 660. Richtig, genau. Und das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal dieser Triumph in diesem Vierer-Testfeld. Und wie ist das jetzt? Also mit auch weniger Hubraum,
Geht das noch normal oder ist das schon zu wenig? Nee, das geht noch normal, mit deinen Worten auszudrücken. Wir sind ja gestern ausgiebig gefahren und da muss man schon sagen, ich bin eigentlich persönlich ein Fan von Dreizylindermotoren. Ich sage immer, das ist das Beste aus zwei Welten. Man hat die Drehmomentstärke eines Zweizylinders und hat aber auch die Drehfreude eines Vierzylindermotorrades kombiniert. Und das findet man auch bei dieser Triumph hier wieder. Der Motor geht schön aus dem Drehzahlkeller raus, dreht leicht, klingt super, muss man auch sagen. Und also ich kann nur Positives sagen von diesem Motorrad, was den Motor anbetrifft. Ja, Eva, bevor du da dahin schwelgst in die Optik, du bist jetzt, hast du mir vorher erklärt, ja nicht das kleine, kurzbeinige Mädel, das ein niedriges Motorrad braucht. Du bist ja eh größer, aber ist es trotzdem angenehm, dass sie so leicht ist? Also auf die passe ich ja gut drauf, also da ist die Sitzbank ein bisschen höher als bei der Cover zum Beispiel. Und das ist sehr angenehm zu fahren, also Dreizylindermotor, hat der Peter ja schon gesagt, wunderbar, man hat gut Platz drauf. Was allerdings, das haben wir ja noch gar nicht gesagt und was vielleicht schon wichtig ist, zu zweit ist das nicht so toll. Also weil das ist genau wie bei der Kawasaki ist es, also der Beifahrer sitzt da wirklich wie der Aff am Schleifstein, wie man auf Bayerisch so schön sagt. Wir kennen das eh auch. Ja, ihr kennt es auch, also mit einem ganz hohen Kniewinkel, mit einem ganz spitzen Kniewinkel und schwierig sich festzuhalten und das ist bei der Triumph also. Also die sollte man lieber allein fahren. Was man so und so immer machen sollte. Ja, aber stimmt, aber du siehst ja, es fahren viele Leute auch zu zweit rum und da gibt es jetzt bessere Motorräder als die. Und noch einmal aufs Handling, ist glaube ich die leichteste in diesem Vierer-Vergleich. Ist er das schon zu nervös vom Handling? Nein, gar nicht. Die ist überhaupt nicht nervös. Also das haben sie auch richtig gut gemacht. Das klappt alles wunderbar. Du kommst aus den Kurven richtig gut raus, ohne dass du sagst, die ist irgendwie instabil oder gar nicht. Also funktioniert wirklich gut. Es ist in dieser Gruppe wirklich schwierig. Die sind eigentlich alle ganz gut. Ne? Also deswegen wissen wir auch noch nicht, wer gewinnt. Ja, und es gibt ja Gott sei Dank auch nimmer heutzutage so richtig schlechte Motorräder. Sie sind alle schon gut. Bremsanlagen, da gibt es jetzt nichts ganz Übles mehr. Aber was wir auch für euch jetzt machen, sind so die Eindrücke, die Tester jetzt so spontan haben. Und du hast irgendwas wegen der Spiegel gesagt, gell? Ja, die Spiegel sind irgendwie ist nicht so toll. Das ist schwierig einzustellen. Man sieht dann oft doch nur seine eigenen Schultern oder beziehungsweise die Arme. Eva, das ist, weil du so breitschultrig daherkommst. Das war jetzt aber nicht so nett. Entschuldigung, ich hätte eigentlich nett sein, aber wie immer schaffe ich ein Kompliment blöd rüber zu bringen. Ich habe immer gedacht, die Österreicher wären charmant. Irgendwie hat sich da etwas geändert. Ich probiere es ja wenigstens. Also ich möchte das Gespräch an dieser Stelle beenden. Aber danke euch beiden für die Eindrücke zur Triumph Street Triple S660. Die Street Triple Baureihe von Triumph hat sich ja eindeutig etabliert, sonst gäbe es nicht jetzt vier Modelle und sonst hätte es nicht vorher auch schon einige kleinere Kubaturen gegeben. Also es ist eine erfolgreiche Naked Bike Serie unter der Speed Triple mit zwar weniger PS, dadurch aber nicht unbedingt weniger Fahrspaß. Ein Motorrad, das sich in allen Ausbaustufen eigentlich immer sehr handlich bewegen ließ und lässt. Und wer sich für eine Speed oder eine Street Triple in dem Fall interessiert, wird gewiss in unserer 1000 PS Marktplatz-App fündig, wo ihr einfach die Street Triples und auch die größeren Speed Triples präsentiert bekommt, die euch interessieren. Wurscht, wo ihr wohnt, es gibt ganz gewiss eine Street Triple in eurer Nähe. Lieber Carsten, abgesehen davon, dass du mit allen Vieren der Naked Bike Kategorie nun einmal ganz oft nur am Vorderrad unterwegs warst beim Bremsentest und die Beschleunigung gemacht hast, bist du mit der Triumph Street Triple S660 hierher gefahren und kannst mir nun auch schon ein kleines Statement abgeben, wie gut oder schlecht sie ist. Okay, also das ist auf jeden Fall mal die einfachste Variante der Street Triples, die S mit dem kleineren Motor mit genau 660 Kubik statt die 765. Die kostet, glaube ich, um die 8.600 Euro, ist auch auf die 95 PS gedrosselt, hat eine einfache Ausstattung wie die anderen Modelle, also einfache Bremsen, einfaches Fahrwerk. Aber es ist trotzdem die normale S-Version, gell? Also es ist
außer der Motor, der halt runter. Genau. Aber sonst hat sie das alles. Also sie alles hat ABS. Hat ABS, hat zwei Modi, genau, Road Rain, also ein Fahrwerk, wo man nicht einstellen kann. Also alles basic, einfache Bremsanlage. Naja, aber halt etwas, was uns nicht überfordert. Ne? Nö. Und vor allen Dingen hat sie einen schönen Dreizylindermotor, der eigentlich auch Spaß macht mit der Leistung. Und ja, aber du und kannst. Die Bremsen war zum Beispiel super safe. Das ABS regelt so weg, dass sie nicht aufs Vorderrad das, kommt. Das habe ich gesehen. Das hat genau, nämlich im Vergleich zu den anderen Aprilia so. Bist du unten drin. Ja, genau. Also ist eigentlich ein tolles Einsteigermotorrad für diese Klasse mit 95 PS. Ja, also auch wenn sie jetzt motorisch nicht mitspielt bei den Street Triples, die es noch gibt, nämlich die genau. RS mit 123 PS. Genau. Da kann sie nicht, aber die Bremse auch super offensichtlich. Ja, das Regelverhalten ist gut. Die Bremse ist nicht ganz so giftig wie bei der R oder RS, aber die ist mehr als ausreichend auf jeden Fall. Ja? Sie kann jetzt in dieser Liga auch nicht vom Hubraum ganz mitspielen, gegen die Z900 zum Beispiel oder die Schiffer. Aber wenn einer mit 95 PS einsteigen will, das ist ein tolles Angebot, denke ich mal, für 86. Und da ist halt wieder der Dreizylinder. Da spielt er genau. wieder seinen Vorteil aus, dass da der kleinere Hubraum trotzdem ein bisschen mehr geht. Und das ist das, was ich gemeint habe in meinem Intro, dass der Carsten halt als Profitester dann halt auch über das Regelverhalten des ABS was richtig Schönes sagen kann, wo ich nur sagen kann, ja, bremst doch eh gut. Danke, Carsten. Gerne, bitte. Ja, vermeintlich schlechtere, weil abgespeckte Versionen sind nicht zwangsläufig schlechter. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Tester, der halt mehr auf die besseren Versionen steht. Und ich gebe es zu, von der Street Triple taugt mir die RS halt auch am meisten die stärkste, weil die halt auch wirklich die sportlichste ist. Aber diese kleine A2-Führerschein-taugliche Street Triple S 660 mit diesem kleineren Motor hat auch ihre Reize. Es ist schon interessant, so ein unkompliziertes und trotzdem fahraktives und handliches Motorrad zu bewegen. Und die Tester von Motorrad haben beim Alpenmasters 2019 ja auch einige interessante Eindrücke mich wissen lassen und euch, da ihr das Video angeschaut habt. Und mir bleibt jetzt nicht mehr, als euch noch einmal daran zu erinnern, dass ihr bitte unseren YouTube-Kanal abonniert, um die 20 anderen Videos der Alpenmasters 2019 Serie inhalieren zu können. Und euch, also mir bleibt auch jetzt nichts mehr, als euch zu danken, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr mir zugehört und zugeschaut habt. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann ihr auch immer euch das Video reinzieht. Pfiat euch!